Sich bereit für Abteilung C, Katalognummer 0102, Losnummer 16, Herr Karl-Heinz Vollstedt mit Banu vom Team Nordstrom. Danke.
Katalognummer 0401, Losnummer 15. Herr Christian Mieck mit dem Röden Knox vom Tollhaus. Verlieren nach dem Helfer. Aus der Grundstellung zeigt der Röder eine sehr zielstrebige Streife, geht die Verstecke direkt an bei der Geschwindigkeit und läuft auch noch eng genug, lässt sich gut lenken und leiten, noch vorzüglich. Stellen und Verbellen, er stellt sofort selbstsicher, markant und dominant nach dem Eintreffen. Verbellt sofort, energisch und anhaltend, kommt nach dem Abrufen sicher in die Grundstellung, vorzüglich. Verhinderung des Fluchtversuchs, lässt sich gut lenken, zum Nachlegen, geht führend mit, muss dabei vokal etwas ruhiger sein, legt sich sicher ab, beobachtet den Helfer aufmerksam, setzt bei der Flucht entschlossen nach, vereitelt sie wirksam, bei vollem, festen Griffverhalten über alle Phasen hinweg, trennt sicher, bewacht druckvoll, noch vorzüglich. Abwehr des Angriffes geht sofort und kompromisslos in den Angriff des Helfers, fast in der Eröffnung voll und fest, hält ruhig über die Belastung hinweg, im Übergang sitzt er einmal leicht um, muss geringfügig klarer trennen auf Hörzeichen, bewacht sehr druckvoll und eng, lässt sich gut abstellen, nimmt die Grundstellung ein, sehr gut. Rückentransport geht führend mit, aufmerksam zum Helfer bei gutem Abstand, vorzüglich. Überfall aus dem Rückentransport geht direkt, rigoros, mit viel Druck in den Helfer, fast in der Eröffnung voll und fest, hält den Griff über die Belastung ruhig, im Übergang zum Ende hin ganz kurz noch dominanter halten, trennt sehr sicher und klar, bewacht druckvoll und eng. Beim Abstellen ist er führig, nimmt die Grundstellung sicher ein, bei der Entwaffnung und dem Seitentransport ebenfalls führig, wobei er hier vokal noch etwas ruhiger sein muss, noch im Vorzüglich. Angriff aus der Bewegung lässt sich sicher hochtransportieren zur Lagerstellung, nimmt die Ausgangsposition sicher ein, holt zielstrebig mit hoher Geschwindigkeit ein, geht sehr rasant in den direkten Angriff, fast hierbei voll und wirksam in der Eröffnung, hält ruhig in der Belastung, im Übergang vor dem Trennen setzt er einmal um, trennt dann sicher und klar, bewacht druckvoll, unterus vorzüglich. Abwehr des Angriffes geht sofort und energisch in den Angriff über, fast hier mustergültig, hält diesen Griff auch über alle Phasen beständig, trennt sicher, bewacht druckvoll, lässt sich sicher abstellen beim Herantreten des Hundeführers, nimmt die Grundstellung ein, Entwaffnung und Seitentransport. Man ebenfalls führt bei guter Aufmerksamkeit zum Helfer. Er lässt sich auch kontrolliert wegführen. Übung ist vorzüglich. Gesamtbewertung, ein absolut selbstsicherer, dominant arbeitender Hund, der aktiv gegen den Helfer arbeitet, mit hervorragendem Griffverhalten. Der heute TSB ausgeprägt, ein vorzüglich 98 Punkte.